Ich bin im vergangenen Sommer mit dem Reiserad durch Belarus bzw. Weißrussland gefahren. Die Route ging von Litauen kommend Richtung Süden erst nach Minsk und von dort dann weiter in den Westen bis Polen rüber. Und darum kommen jetzt hier meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Belarus. Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit benötigen ein Visum, und zwar dann, wenn sie über Land einreisen oder sich länger als 5 Tage in Weißrussland aufhalten wollen. So ein Visum kann man beantragen, wenn man eine Einladung hat. Die Einladung bekommt man in der Regel von dem Hotel ausgestellt, in dem man seine Übernachtung gebucht hat. Jetzt ist es allerdings auf der Radreise oft schwierig, schon im Vorfeld die Hotels zu buchen. In der Regel macht man das dann entweder spontan vor Ort oder viele übernachten auch gerne im Zelt. Alternativ kann man sich von einer Privatperson auch einladen lassen. Und wer keine persönlichen Kontakte nach Weißrussland hat, dem kann ich empfehlen, hier die Radreise-Community warmshowers.org zu nutzen. Darüber lassen sich sehr nette Kontakte zu Radreisenden auf der ganzen Welt knüpfen. Und darüber haben wir auch jemand sehr Nettes kennengelernt, der uns seine privaten Daten zur Verfügung gestellt hat für eine Einladung, mit der wir dann das Visum beantragen konnten. Wer sich länger als 5 Werktage in Belarus aufhält, muss sich polizeilich registrieren lassen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass auch der Samstag als Werktag gilt und montags die dafür zuständigen Behörden geschlossen sind. Normalerweise wird dieser Prozess von dem Hotel übernommen, in dem man übernachtet. Aber wer individuell mit dem Fahrrad durchs Land fährt, der muss sich leider selber darum kümmern. Außerhalb der Städte ist das Verkehrsaufkommen sehr gering, was das Fahrradfahren sehr angenehm gestaltet. Und viele Fernstraßen haben einen Seitenstreifen, auf dem sich sehr komfortabel fahren lässt. Viele Kreisstraßen dagegen sind oft nicht asphaltiert und mit Traktorrillen versehen. Das macht das Ganze sehr, sehr holprig und sehr anstrengend und unangenehm zu fahren und je nach Wetterbedingungen natürlich auch sehr staubig. Also diese Straßen hier in Weißrussland, die machen mich fertig. Das ist nicht asphaltiert, sind alles solche Kreisstraßen und die sind sehr sandig, das heißt man rutscht ein bisschen drauf rum, aber was vor allem stört, sind diese Rillen von irgendwelchen Traktorreifen, die einen so stotternd hier rüberfahren lassen. Das ist furchtbar anstrengend und es zieht sich teilweise wirklich 10, 20 Kilometer hin. Jedes Mal, wenn irgendein Fahrzeug entgegenkommt, dann wirbelt es den ganzen Staub auf. Sehr praktisch ist in Weißrussland, dass an den allermeisten Landstraßen regelmäßig Bushaltestellen mit Überdachung zu finden sind. Das heißt, auch bei wechselhaften Wetterbedingungen kann man sich da sehr schnell unterstellen, falls es mal anfangen sollte zu regnen. Richtige Fahrradläden und hochwertige Ersatzteile sind in Belarus sehr selten zu finden. Deswegen sollte man möglichst alles, was man eventuell braucht, an Ersatzteilen selber mitbringen. In Minsk soll es allerdings eine Selbsthilfewerkstatt geben. Wir haben sie nicht kennengelernt, aber die lässt sich sicherlich googeln und wäre möglicherweise eine Anlaufstelle, falls es dort Probleme geben sollte. Zelten ist in Belarus legal. Darum lässt sich in der Regel auch ganz einfach einen Zeltplatz finden. Oft habe ich auch entdeckt, zwischen Landstraßen und landwirtschaftlich genutzten Flächen befinden sich Hecken. Ich vermute, die sollen den Wildwechsel fernhalten. Die dienen ganz gut auch als Lärm- und Sichtschutz, wenn es mal schnell gehen soll. Dann kann man sich auch da hinterlegen. Aber ansonsten lassen sich auch deutlich schönere Plätze finden. Es gibt in Belarus wildlebende Bären. Ich vermute nicht, dass das eine ernstzunehmende Gefahr darstellt, aber da möchte ich euch natürlich auch kurz darauf hingewiesen haben. Größere Supermärkte in Belarus zu finden ist ziemlich unüblich und außerhalb der Städte findet man zudem sehr, sehr selten bis gar keine Restaurants.
Die Lebensmittelgeschäfte sind öfters eher kleinere Tante-Emma-Läden und sind zudem recht unscheinbar und fallen von außen selten als solche auf. Gekennzeichnet sind sie in der Regel meist nur durch den Schriftzug Magazin oder Produkti. Und Lebensmittelgeschäfte in Belarus haben auch sonntags geöffnet. Leitungswasser hat in Belarus keine Trinkwasserqualität, deswegen sollte man sich auf jeden Fall abgefülltes Trinkwasser besorgen. Mit dem Fahrrad durch Minsk zu fahren, ist eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit, weil die Stadt leider komplett auf den motorisierten Verkehr ausgerichtet ist. Selbst der Fußverkehr wird sehr oft auch unterirdisch geleitet, damit der Autoverkehr schön freie Fahrt genießt. Es ist trotzdem ganz praktisch, mit dem Fahrrad dort unterwegs zu sein, weil die Stadt ist sehr weitläufig, die Straßen sind sehr lang, sehr breit, sehr monumental gebaut worden und deswegen ist es einfach ganz praktisch, wenn man schön mit dem Fahrrad dort entlang fahren kann und nicht alles zu Fuß zurücklegen muss oder sich mit dem öffentlichen Nahverkehr auseinandersetzen muss. Radwege sind in Minsk teilweise vorhanden und dort, wo es keine gibt, ist es üblich, dass der Radverkehr über den Gehweg führt. Reisen mit dem Fahrrad durch Belarus ist nicht besonders üblich. Wir haben in der Zeit, in der wir dort gewesen sind, keine anderen Radreisenden getroffen. Trotzdem ist das Interesse an Radreisenden in der Bevölkerung vor Ort nicht ungewöhnlich hoch. Das macht es natürlich auch für Menschen ganz interessant, durch Belarus zu fahren, die nicht sehr gerne im Mittelpunkt stehen. Da habe ich in anderen Ländern deutlich mehr Interesse erlebt. Weitere Informationen für Radreisen durch Belarus sind im Radreisewiki zu finden und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr noch eigene Ideen habt, eigene Tipps, ihr selber durchs Land gefahren seid und die unten in den Kommentaren ergänzen möchtet. Die werde ich dann möglicherweise auch in meinem Blogpost anschließend noch ergänzen zu dem gleichen Thema. Und da in nächster Zeit noch ein paar Tipps und Hinweise für andere Länder hinzukommen werden, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wer einen Hinweis bekommen möchte über neue Videos, muss die graue Glocke klicken. Und ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und wünsche euch viel Spaß bei eurer Reise durch Weißrussland.